So, ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten und damit auch schon letzten Teil der Workshop-Reihe Industrie 4.0 einfach machen, und zwar mit der Verwaltungsschale und Open Source. Heute, wie es der Titel verrät, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können Live-Daten aus dem Shopfloor an die Verwaltungsschale angebunden werden? Als ganz kleine Zusammenfassung nochmal des letzten Webinars. Wir hatten uns dort mit der Integration von Bestandsdaten aus vorhandenen Systemen auseinandergesetzt. Und dort hatte ich vorgestellt, wie wir über einen Fassadenmechanismus eine Big Bang-Migration vermeiden können. Angenommen, wir haben jetzt unsere Bestandsdaten über diesen Mechanismus integriert. Wie sieht nun der nächste Schritt zur Realisierung von Industrie 4.0 aus? Und um diese Integration abzurunden, müssen nun auch Sensoren und sonstige Geräte mit der Verwaltungsschale verbunden werden. Und wie gesagt, genau darum soll es auch heute gehen. Wie Sie sicher wissen, es fallen heutzutage Unmengen von Daten im Shopfloor an. Also seien es als Beispiel Temperaturdaten, Vibrationsdaten oder auch Kamerabilder. All diese Daten werden erzeugt und über verschiedenste Kanäle bereitgestellt. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass diese Daten irgendwie in den digitalen Zwilling gebracht werden. Und was dabei natürlich eine Herausforderung ist, ist, dass eine breite Spanne von Protokollen genutzt werden. Das kann zum Beispiel etwas Älteres sein, wie zum Beispiel Modbus. Das kann aber auch Profinet sein oder auch vielleicht sogar schon OPC-UA. Stellenweise, das hat die Erfahrung gezeigt, gibt es sogar Protokolle, die in unterschiedlichen Fabriken eingesetzt werden, die wirklich komplett eigendefiniert sind. Das heißt, diese Protokolle, die dort genutzt werden, sind in keiner anderen Fabrik anzutreffen. Eine weitere Herausforderung sind die unterschiedlichen Übertragungsprotokolle. Zusätzlich dazu aber auch natürlich die verschiedenen Datenformate. Denn all das muss ja alles zusammengebracht werden und mit dem digitalen Zwilling bzw. mit der Verwaltungsschale integriert werden. Das Versprechen der Verwaltungsschale ist ja dabei, mit diesem, ich nenne es mal, babylonischen Sprachvielfalt aufzuräumen und alle Daten über eine einheitliche Schnittstelle und Sprache bereitzustellen. Dafür müssen aber natürlich die Live-Daten in die Verwaltungsschale überführt werden. Und stellt sich natürlich die Frage, ja, wie macht man das denn jetzt geschickt? Und in den nächsten circa 20 Minuten werden wir uns dafür verschiedene Best Practices anhand verschiedener Projektbeispiele anschauen und auch ein Open Source Projekt bzw. ein Open Source Werkzeug anschauen, das bei der Integration einen entscheidenden Vorteil leisten kann. Fangen wir aber zuerst mit den Best Practices an. Wir haben aus verschiedenen Projekten, also zum Teil aus den Basissatellitenprojekten, also sprich aus den unterschiedlichen Anwendungsprojekten, die es ja rund um Basis gibt, verschiedene Muster uns angeschaut und dabei, ich nenne es mal Architekturblaupausen identifiziert. Und das Spannende dabei ist, dass diese Architekturblaupausen, wann sie denn geeignet sind, von einigen wenigen Faktoren abhängt. Also sprich, es gibt verschiedene Blaupausen und welche man für den jeweiligen Kontext wählt, hängt von ein paar Faktoren ab. Was sind das für Faktoren? An und für sich ist das zuerst die Frequenz der Datenerzeugung der Quelle, also sprich, mit welcher Frequenz rechter Hand jetzt hier die Datenquelle Daten bereitstellt. Andererseits linke Hand, wir haben ja die Verwaltungsschalenanwendung, mit welcher Frequenz denn diese Anwendung überhaupt die Daten abfragt. Und last but not least, die Größe eines Datenpunkts. Jetzt ist es natürlich so, dass diese verschiedenen, ja, ich nenne es mal Kategorien hier, nicht mit expliziten Größen bepreist werden können. Also sprich, im Sinne von bis 200 Kilobyte funktioniert das Pattern A gut, bis ab 201 funktioniert es nicht mehr. Dementsprechend sind es natürlich nur Guidelines, aber nichtsdestotrotz haben die sich bei uns im Projektalltag als sehr, sehr nützlich herausgestellt. Das heißt also, einfach um das ein bisschen besser handhabbar zu machen, sprechen wir bei der Frequenz, also sei es der Datenerzeugung oder der Datenabfrage, einfach nur davon, ist es wenig oder ist es viel? Und bei der Größe eines Datenpunkts davon ist es, ja, ich sag mal, auch eher eine kleine Datenmenge, also wenig Daten. Sprich, ich kann das problemlos in der Verwaltungsschale, im Verwaltungsschalenserver ablegen. Oder sind das große Datenmengen, sei das jetzt zum Beispiel ein 4K-Videostream, den ich gar nicht mehr ohne weiteres bei uns in der Verwaltungsschale ablegen kann. Und anhand dieser Kriterien haben wir für uns
fünf verschiedene Architekturblaupausen identifiziert. Und diese Tabelle, keine Angst, wir schauen uns das gleich nochmal detaillierter an, gibt einen kleinen Einblick darin, was denn unterschiedliche, ja, ich sag mal, Kombinationen sind, auf die dann die Architekturblaupausen angewandt werden können. Was jetzt hier an der Stelle sehr interessant ist, ist die Feststellung, hier stehen an verschiedenen Stellen Sterne. Und diese Sterne bedeuten, wenn diese anderen zwei Faktoren zutreffen, ist dieser dritte Faktor egal. Das heißt also, wenn wir eine sehr, sehr niedrige Abfragefrequenz des digitalen Zwillings der Verwaltungsschale haben, dann ist es für uns fast egal, mit welcher Frequenz denn überhaupt Daten produziert werden, solange die Datenmenge wenig ist. Schauen wir uns die unterschiedlichen Architekturblaupausen an. Und beginnen, wie das hier die Reihenfolge in der Tabelle vermuten lässt, mit einer niedrigen Abfragefrequenz und einer geringen Datenmenge. Wenn das gegeben ist, dann ist ja der Fall, dass ein Datenpunkt viel, ja, ich sag mal, seltener angefragt wird, als er erzeugt wird. Das heißt also, wenn ich jetzt gedacht die Daten, die die Datenquelle erzeugt, immer wieder in die Verwaltungsschale pushe, dann erzeuge ich damit ja sehr, sehr viel unnötigen Traffic. Das heißt also, es wäre ja geschickter, diese Daten nur on demand abzuholen. Das heißt also, was Sie hier sehen in diesem Bild, was dir diese grün markierte Delegator-Komponente ermöglicht, ist genau dieses Abrufen on demand. Das heißt also, von der Vorstellung her, wenn jetzt die Verwaltungsschalenanwendung eine Anfrage startet an den Verwaltungsschalenserver, dann leitet der Verwaltungsschalenserver diese Anfrage weiter an den Delegator. Dieser Delegator holt einen Datenpunkt oder mehrere aus der Datenquelle ab und gibt das zurück an den Verwaltungsschalenserver. Gegebenenfalls wird das Ganze noch transformiert, damit es auch zum Datenmodell der Verwaltungsschale passt. Und danach kann es an die Verwaltungsschale zurückgegeben werden. Was ist jetzt der Vorteil von dieser Herangehensweise? Auf der einen Seite, das habe ich eben schon erwähnt, wir holen die Daten wirklich nur on demand. Das heißt also auf Deutsch, wir überlasten das Netzwerk nicht unnötig. Wenn wir jetzt hier zyklisch Daten von der Datenquelle in den Verwaltungsschalenserver pushen, alle Millisekunden oder alle 10 Millisekunden, obwohl sich die Daten nur einmal pro Sekunde ändern, dann ist das natürlich ein nicht zu vernachlässigender Overhead, der letztendlich gar nichts bringt. Ein anderer Vorteil von dieser Herangehensweise ist natürlich, dass die Verwaltungsschalenanwendung diesen Delegationsmechanismus überhaupt nicht mitbekommt. Das heißt also hier an der Stelle, ob jetzt dieser Datenpunkt wirklich direkt in der Verwaltungsschale liegt oder ob dieser Datenpunkt erst on demand besorgt wird von der Datenquelle, ist für mich als Verwaltungsschalenanwendung vollkommen unsichtbar, also sprich transparent. Und damit können wir das hier beliebig implementieren und auch nachträglich natürlich noch austauschen, wenn wir feststellen, dass ein anderes Pattern besser ist. Das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, in dem Szenario ist eine Komponente sehr wichtig, nämlich die grün markierte Delegator-Komponente. Wie sieht das denn jetzt im nächsten Szenario aus? Hier haben wir eine hohe Abfragefrequenz, aber potenziell eine etwas niedrigere Erzeugungsfrequenz. Und dabei ist natürlich wichtig, wir haben eine kleine Datenmenge. Das heißt also, die Daten sind in der Verwaltungsschale noch problemlos abbildbar, im Verwaltungsschalenserver problemlos ablegbar. Dadurch, dass wir jetzt hier eine, ja, ich sag mal, eigentlich die umgekehrte Situation haben zu dem, was wir eben in dem Szenario hatten, sprich, es wird sehr, sehr oft abgefragt, vielleicht sind es auch mehrere Anwendungen, es wird aber gar nicht so oft produziert, gilt natürlich für das gleiche Argument. Wenn ich jetzt hier die Daten on demand holen würde, würde ich ja wieder das Netzwerk überlasten, potenziell, weil ich Daten immer wieder und wieder abholen würde, die sich aber gar nicht so schnell ändern. Das heißt also, hier wurde jetzt im Gegensatz zu diesem Delegation-Mechanismus ein Updater-Mechanismus gewählt. Das heißt also, dieser Updater wird konfiguriert und tut eine zyklische Integration durchführen. Als Beispiel holt er dann alle 10 Millisekunden aus der Datenquelle einen Datenpunkt ab und legt diesen dann in der Verwaltungsschalen oder in der Verwaltungsschalenserver ab. Das heißt also, die Verwaltungsschalenanwendung kann, wie im Beispiel eben auch, problemlos auf den Verwaltungsschalenserver zugreifen und sieht gar nicht, wo die Daten herkommen. Der Updater stellt hier an der Stelle sicher, dass diese Daten, die hier ja in der Verwaltungsschale liegen, auch synchron sind zu dem, was in der Datenquelle liegt.
Sprich, die gleichen Vorteile wie eben. Wir überlasten das Netzwerk nicht mit unnötigen Anfragen und stellen gleichzeitig sicher, dass für die Verwaltungsschalenapplikation diese, ich sag mal, Architekturänderung oder diese Architekturblaupause überhaupt gar nicht sichtbar ist. Das heißt also, die Anwendung greift, wie gesagt, einfach nur auf den Verwaltungsschalenserver zu. Das Ganze hat auch den schönen Vorteil, dass natürlich ich diesen Verwaltungsschalenserver sehr gut skalieren kann und dadurch, dass ich diese Updater-Komponente hier zur Integration nutze, die Skalierbarkeit auch einfach ja, einfacher fällt. Wie sieht das jetzt im nächsten Szenario aus? Jetzt wird es ein bisschen, ja, ich sag mal, komplexer, aber das Gute ist, wir verwenden eigentlich nur das wieder, was wir vorhin schon gesehen haben, nämlich einmal die Updater und einmal die Delegator-Komponente. Wenn wir eine niedrige Erzeugungsfrequenz haben, aber sehr, sehr viele Daten, dann haben wir ja potenziell die Herausforderung, dass wir die Datenmenge gar nicht mehr in die Verwaltungsschale so ohne weiteres reinlegen können. Wie lösen wir das Problem? An und für sich sehr ähnlich zu dem, wie das eben dargestellt wurde, nur dass wir jetzt ich nenne mal einen kleinen Umweg hier einbauen. Und das ist dieses, was hier mit in der Mitte unten als Storage markiert ist. Das heißt also, was hier passiert, ist, dass die Datenquelle weiterhin zyklisch von dem Updater abgefragt wird. Das heißt, die Daten werden abgeholt. Der Unterschied ist jetzt aber hier, dass sie gar nicht in den Verwaltungsschalenserver hineingelegt werden. Das heißt also, statt in den Verwaltungsschalenserver werden die Daten in irgendeinen wie auch immer gearteten Storage reingelegt, der dann eben zum Beispiel auf die effiziente Behandlung dieser großen Datenmengen ausgelegt ist. Wie sieht jetzt der Zugriff aus? Hier kommt hier wieder die Delegator-Komponente ins Spiel, denn wenn ein Zugriff auf den Verwaltungsschalenserver erfolgt, wird die Anfrage delegiert, nur eben nicht an den ja, Sensor direkt, weil wie gesagt, sind zu viele Daten, sondern hier direkt an die Storage. Das heißt also, wir gehen eine kleine Indirektion, verwenden beide Komponenten, die ich bereits vorgestellt habe, und können dann damit auch diesen Use Case adressieren. Wie sieht es denn jetzt aber aus, wenn ich sowohl eine sehr hohe Erzeugungsfrequenz habe, als auch eine hohe, ich nenne es mal, ja, Konsumfrequenz? Das heißt also, sowohl Datenquelle als auch Verwaltungsschalenanwendungen wollen sehr, sehr schnell Daten konsumieren bzw. bereitstellen. Wenn wir so hohe Frequenzen haben, dann ist es einfach nicht mehr sinnvoll, diese Daten über den Verwaltungsschalenserver selbst zu verschieben. Das heißt also, wenn wir das machen würden, rein technisch ginge das bestimmt, könnte es aber sehr schnell passieren, dass wir hier in ein Bottleneck laufen, weil wir einfach sehr hochfrequent Daten über einen Zwischenschritt verschieben, der nicht zwingend dafür ausgelegt ist. Was aber für, ja, ich sag mal, hohe Frequenzen ausgelegt ist, sind eben Eventbuses. Das heißt also, der Updater auch hier wird wieder verwendet, holt die Daten von der Datenquelle ab und publiziert diese dann aber auf einem Eventbus. Und das Spannende ist, dass auch hier die Verwaltungsschale mit Teilmodellen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, denn in dem Teilmodell ist beschrieben, also sowohl referenziert als auch beschrieben, wo denn diese Daten liegen. Das heißt also, einerseits wird beschrieben, was sind das für Daten, und dann wird referenziert, wie komme ich denn an diese Daten dran. Und was an der Stelle ein ganz spannender Punkt ist, den wir aktuell intern am Diskutieren sind, ist, was wäre denn, wenn diese Teilmodell zusätzlich zu den Zugriffsinformationen vielleicht auch noch einen kleinen Treiber bereitstellt, den die Verwaltungsschalenanwendung dann herunterladen kann und damit dann direkt auf den Eventbus zugreift. Es kann ja zum Beispiel sein, dass es eine Applikation ist, die diese Daten gerne haben möchte, die jetzt aber als Beispiel von Haus aus gar kein Apache Kafka unterstützt. Dann könnte über diesen kleinen Treiber, der in dem Teilmodell liegt, der Zugriff auf diesen Eventbus realisiert werden. Last but not least schauen wir uns das, ich sag mal, das Pattern im Vollausbau an, nämlich wenn wir eine hohe Erzeugungs- und Konsumfrequenz haben, aber von enorm großen Datenmengen reden. An und für sich sieht das Pattern sehr, sehr ähnlich aus zu dem eben bei generellen hohen Erzeugungsfrequenzen und Konsumfrequenzen. Nur analog zu dem Pattern mit vielen Daten ist jetzt hier wieder dieser Storage eingeführt. Das heißt also, was jetzt hier passiert, ist die Idee, dass über den Updater jetzt nicht mehr die Datenpunkte selbst über den Eventbus verschoben werden, weil wir haben ja hier die Annahme, es sind große Datenmengen. Das heißt, vielleicht kann ich die gar nicht mehr effizient über den Eventbus verschieben, sondern über den Eventbus wird nur das ja, Event bekannt gegeben,
es gibt neue Daten. Das heißt also, was jetzt hier passiert ist, der Updater legt die Daten in dem Storage ab und publiziert über den Eventbus dann das Event, dass neue Daten vorhanden sind. Die Verwaltungsschalenanwendung greift dann einerseits natürlich wieder über, wie eben beschrieben, über diese Beschreibung auf den Eventbus zu, um die Notifikation zu bekommen und kann dann eben auch über diesen Delegation-Ansatz hier diese Daten dann auch abholen. Das sind diese, ich nenne es mal, fünf Kernpattern, die wir hier identifiziert haben mit zwei Kernkomponenten. Einmal der Delegator, der Daten on Demand holt, und einmal der Updater, der als sozusagen als Push die Daten immer in den Verwaltungsschalenserver bzw. in den Storage schiebt. Wie sieht das jetzt ganz konkret in der Anwendung aus? Und das schauen wir uns jetzt an. Dazu habe ich zwei Projekte mitgebracht und das erste ist das DigiPro für Basis. Da ging es um die Visualisierung von Daten im Produktionsprozess, und zwar nämlich ganz konkret um die Überwachung von Maschinenzuständen. Und das Ganze soll visualisiert werden in einem Dashboard. Die Herausforderung dabei ist natürlich ganz klar, wie kriege ich denn diese ganzen Live-Daten überhaupt gesammelt? Denn wenn diese Visualisierung, dieses Dashboard auf Verwaltungsschalen aufsetzen soll, dann müssen diese Daten ja in Verwaltungsschalen liegen. Schauen wir uns dazu zuerst mal das definierte Teilmodell an. Das ist jetzt hier ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Condition Monitoring Teilmodell, über den der Gerätezustand beschrieben wird. Was Sie jetzt hier sehen, ich habe jetzt nicht alles ausgeklappt, sonst würde es etwas unübersichtlich werden, aber das sind zum Beispiel die Beschreibungen über Submodel Element Collections, zum Beispiel hier der Abluft, also im Sinne von, was hat denn die Abluft überhaupt für eine Temperatur? Wie sehen denn die Drehzahl der Ventilatoren aus? Und sind die Ventilatoren überhaupt an? Genauso bei den verschiedenen Temperaturen in den unterschiedlichen Maschinen, auch wieder hier Properties, die eben dann darüber Auskunft geben, wie denn diese Daten aussehen. Wie wurde dieses Teilmodell jetzt hier mit Daten befüllt? Schauen wir uns dafür hier diese Integrationsarchitektur an. Jetzt ist es natürlich, ich sag mal, ein recht umfängliches Bild, deswegen eine kleine Einschränkung. Das, was für die Integration wichtig ist, passiert hier in dieser grünen Box. Man sieht hier also, wenn diese Daten integriert wurden, dann wird das nach außen hin zum Beispiel hier mit Stream Sheets zur Verfügung gestellt. Für die unter Ihnen, die das nicht kennen, Stream Sheets können Sie sich vorstellen als ein Excel für Live-Daten. Das heißt also, die Daten sehen aus wie eine Excel-Tabelle, sind aber tatsächlich live befüllt in diesem Moment. Was hier integriert wurde, war dann verschiedene Daten über ein OPCOA-Gateway. Und für ein besseres Verständnis können wir uns das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen vereinfacht anschauen. Und zwar, was jetzt hier genutzt wurde, von rechts nach links, wurden verschiedene Sensoren, die zum Beispiel über Modbus Informationen bereitgestellt haben. Über den Arendar IoT Gateway wurden diese Daten dann in OPCOA transformiert und eben dann hier über diese gezeigten Blaupausen in den Verwaltungsschalen-Server selbst integriert. Das heißt also, hier hat sich gezeigt, diese Ideen, die wir hatten, haben sehr, sehr gut funktioniert. Ein weiteres sehr, sehr spannendes Beispiel, das ich gerne mit Ihnen teilen möchte, ist die automatisierte Auftragsbewertung im BASI-PaaS-Projekt. Hier war die Idee, dass Aufträge anhand von verschiedensten Faktoren bewertet werden. Und einer der Faktoren war dabei der Werkzeugverschleiß. Was war jetzt hier die Herausforderung? Auch wieder wenig überraschend, natürlich die Integration von Live-Daten. Hier jetzt aber nicht von Temperatursensoren, sondern von CNC-Maschinen. Und auch dafür wurden dann wieder Teilmodelle designt. Das heißt also, was Sie jetzt hier sehen, das ist ein Tool-Mileage-Teilmodell, was zur Beschreibung vom Werkzeugverschleiß genutzt werden kann. Das heißt also, man hier sieht hier zum Beispiel die Mileage, also sprich, wie viel ja, Meter kann man sagen, ist das Ganze denn schon gelaufen. Man sieht hier zusätzlich weitere Informationen, die genutzt werden können, um eben diese, ja, ich sag mal, den Zustand hier an der Stelle bewerten zu können. Analog zu eben, ein kleines Architekturbild. Auch hier wieder der Hinweis, dass für die Datenintegration der relevante Teil ist das hier. Und auch hier wurde wieder mit OPCOA gearbeitet. Und das Interessante ist, es wurde jetzt hier nicht direkt mit OPCOA gearbeitet.
beziehungsweise schon mit OPC-UA, aber mit OPC-UA PubSub. Das heißt also, die Sensordaten, jetzt hier wieder von rechts nach links, wurden über eine RS-485-Schnittstelle abgefragt, von einem Revolution Pi entgegengenommen, auf den Revolution Pi selbst dann per OPC-UA PubSub über einen MQTT-Broker bereitgestellt und eben dann über diese Event-Integrationsmuster, die ich eben gezeigt habe, hier dann in den Verwaltungsschalen-Server integriert. Das heißt also, man sieht, es waren jetzt zwei verschiedene Projekte. Im einen wurde es direkt integriert, hier über Events, aber es sind einfach unterschiedliche Anwendungen, die sich natürlich dann anhand dieser, ich sag mal, Best Practices nach diesen Entscheidungskriterien orientiert haben. Jetzt werden Sie natürlich sagen, das sind tolle Anwendungsmuster bzw. tolle Blaupausen, aber wie bringe ich denn diese Blaupausen jetzt bei mir in die Anwendung? Und die gute Nachricht ist, dass diese zwei Kernkomponenten, also einmal Updater, einmal Delegator, dass wir die schon implementiert haben hier am Fraunhofer ISE, und zwar Open Source. Das Ganze ist in Eclipse Basics integriert und heißt dort die Data Bridge. Wie ich bereits gerade schon erwähnt habe, sind das die zwei Kernkomponenten, einmal Updater, einmal der Delegator, und das Ganze ist auf GitHub verfügbar. Das heißt also, wenn Sie unsere Basics-Repositories kennen auf GitHub, wenn nicht Eclipse Basics, da finden Sie das dann direkt, dann liegt das in den Components-Projekt eben dieser Delegator bereit und auch dieser Updater. Aktuell unterstützen wir damit MQTT, AMQP, Kafka, HTTP REST und auch OPC-UA. Natürlich mit dem Ziel, noch viel, viel mehr zu unterstützen. Und auch hier ist natürlich unser Ziel, wir wollen Ihnen eine einfach nutzbare Off-the-Shelf-Komponente bereitstellen, die Sie ganz einfach konfigurieren können, ohne dass Sie überhaupt programmieren müssen. Das heißt also, Sie können in einfachen Konfigurationsdateien einfach eintragen, wo kommen die Daten her, wie sollen sie transformiert werden und wo ist denn das Teilmodell, das Property, in dem diese Daten abgelegt werden sollen. Schauen wir uns jetzt zur Abrundung noch ein paar Evaluationsergebnisse an, einfach um zu zeigen, wie die Performance davon aussieht. Und dafür haben wir ja, ich sag mal, eine Strecke uns angeschaut, in der ein Kafka-Datenpunkt, 200 Bytes sind es hier, also sehr, sehr klein, entgegengenommen wurde, transformiert wurde und in eine Verwaltungsschale geschoben wurde. Und wie man hier sieht, wir liegen im Mittel, also was interessant ist, die Total Time, das Blaue, also das oben, wir liegen hier im Mittel tatsächlich um 2 Millisekunden herum, was in meinen Augen für so eine Datenintegration wirklich eine sehr, sehr gute Zeit ist und dementsprechend auch verdeutlicht, dass durch diese Integrationskomponente quasi vernachlässigbarer Overhead hier in das System hineingebracht wird. Wie sieht das Ganze jetzt für größere Datenmengen aus? Wir haben uns das Ganze angeguckt, auch für 2 Megabyte. Das heißt also wirklich einige Größenordnungen größer als in dem eben gezeigten Beispiel. Und man sieht natürlich auch klar, hier ist auch ich nenne mal die Verarbeitungszeit deutlich größer. Aber ist ja auch zu erwarten, wir sind ja mehrere Größenordnungen über der Datenmenge im vorherigen Beispiel. Aber auch hier sieht man, wir bewegen uns zwar mit großen Schwankungen, aber immer unter den 100 Millisekunden, was hinsichtlich von einem einzelnen Datenpunkt von einer Größe von 2 Megabyte durchaus schon sehr, sehr interessant ist in meinen Augen. Das heißt also, hier sieht man, die gezeigten Muster funktionieren für sehr, sehr kleine Datenmengen sehr gut und auch für große Datenmengen sind sie durchaus anwendbar. Das heißt also, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, die Live-Datenintegration kann ein sehr aufwendiges Unterfangen werden. Der Rückgriff auf existierende Off-the-Shelf-Komponenten kann aber gerade eben diesen Aufwand wirklich drastisch reduzieren. Die gute Nachricht: Eclipse Basics ermöglicht mit der Data Bridge und mit der Bereitstellung genau dieser Off-the-Shelf-Komponenten eine wirklich schnelle Umsetzung. Und wir als Fraunhofer ISE haben tiefgreifende Erfahrungen aus diversen Projekten in der Integration von Live-Daten. Das heißt also, wenn Sie diese Herausforderungen auch bei sich wiedererkennen, dann sprechen Sie uns gerne an. Und wir schauen, wie wir das bei Ihnen möglichst schnell zum Erfolg ziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen.